Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Division. Und ich dachte mir, ich nehme eine normale Folge The Division auf und mal nicht im Livestream, um mal zu erklären, was ich so in 1.5 vorhabe. Denn das dauert, bis ich alles zusammen habe, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Und zwar, ich werde diese Version ohne Set-Teile rumlaufen. Also zumindest nicht mit Set-Teil-Bonus. So, und deswegen werde ich auch dieses Teil hier irgendwann austauschen. Ich habe das jetzt nur wegen der großen Rüstung. Genauso wie den Rucksack. Den werde ich noch austauschen gegen einen guten Rucksack, wenn ich den finden sollte. Und das Ziel ist, die einzigartigen Gegenstände zu bekommen. Und zwar gibt es da Gegenstände, wo man halt nur Bonusse bekommt, wenn man keinen Set-Teil-Bonus aktiv hat. Es wird ein bisschen dauern, bis ich diese Teile habe oder diese Garnituren habe, weil es nur goldene Items sind. Aber dadurch, dass eben hier auch die hier wiederum Punkte haben, Bonusse haben, könnte man rein theoretisch 10 Bonusse bekommen statt nur einen oder beziehungsweise 4 Bonusse. Ne? Also man hat dann immer verschiedene Bonusse, klar, mit dem Set-Teilen. Aber dadurch, dass man zum Beispiel hier jetzt, ich habe jetzt auf meiner Brust einmal erhöht die Rüstung in der Deckung um 10%. Das heißt, ich habe jetzt 49%, rein theoretisch, muss ich mal schauen. Und zwar, genau, ich habe 49,10%. Wenn ich jetzt in Deckung gehe, müsste es auf jeden Fall mehr sein. Deswegen gehen wir mal ganz kurz in Deckung. So. Ich muss erstmal hier hoch. Wenn ich eine Safe Zone. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. So. Wenn ich jetzt in Deckung bin, dann sind das hier 54,1. Das sind jetzt nicht ganz 10%. Warum auch immer. Waffenschaden, ja genau. Und zwar, ne, wie gesagt, und 12.910. Das. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ja, mit 145.000 Lebenspunkte, 4.863 Ausdauer, habe ich jetzt 331.000 Zähigkeit. Und mit der richtigen Waffe, und zwar mit der hier, habe ich auch 300.000 SPS mit dem Charakter. Und das ohne Set-Teile. Da könnte ich auf jeden Fall noch was rausholen. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel auch Fertigkeitsstufen zu erhöhen mit einem richtigen Rucksack. Da gibt es dann für die primäre SPS und für die Ausdauer dann zusätzliche Fertigkeitspunkte. Und hier gibt es dann noch einen anderen Knieschoner, ein goldenes, und mal gucken, wie ich das bekomme. Jo, ich zeige euch das ganz einfach mal, wie gesagt, hier. Einmal die Rüstung mit 2830 habe ich hier die Rüstung in der Deckung um 10%. Dann habe ich mir noch einen zweiten geholt, 3100 Rüstung. Das wäre erlaubt allen Heilungsfertigkeiten eine Überheilung. Das heißt, ich habe momentan die Heilung drin, die mir zusätzlich Schadensbonus und Defensivbonus gibt. Da kann ich euch nochmal zeigen. Ist vielleicht für euch auch ganz interessant, wenn man so arbeitet. Und zwar habe ich jetzt nicht mehr die Überdosis, sondern ich habe jetzt hier die Doping-Spritze. Steigert neben dem normalen Heileffekt vorübergehend den Schaden und Schadenswiderstand für die Geheilten. Und damit, weil ich es eben überheile, egal ob ich nur die eine oder die andere nehme, kriege ich halt immer eine Überdosis. Und da kriege ich halt so ein bisschen mehr Bonus. So, dann hätte ich noch die Handschuhe, und zwar die kritische Trefferchance wird gegen Ziele außerhalb ihrer Deckung um 7% erhöht. Vor allem in der Dark Zone sehr cool, kriegt man 7% in den Gegner mehr rein. Ich habe hier noch einen anderen, aber der ist momentan besser, der hat momentan Sturmgewehr. Ich könnte den umwechseln, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Dark Zone gehe mit einer MP. Meine MP ist aber nur 230.000, da müsste ich noch ein bisschen was dran tun. Meine taktische Maske, im letzten Segment der Gesundheitsanzeige regeneriert sich die Gesundheit kontinuierlich, bis dieses Segment voll ist. Das ist das letzte Segment, was das letzte ist quasi, bevor man stirbt, ne? Und das tut sich halt besonders schnell wieder regenerieren, da kann man ein bisschen länger tanken. So, dann hätte ich noch, wie gesagt, den hier. Und die Gesundheitsregeneration tritt in der Deckung doppelt so schnell ein. Das heißt einmal, dass es im letzten Segment auf jeden Fall schneller regeneriert wird. Und in der Deckung kann ich eben die Heilung nochmal doppelt so schnell regenerieren.
Ja, und jetzt kommt hier noch, wie gesagt, der Rucksack dran, der meine Schusswaffen und die Ausdauer um 200% verstärkt und damit auf die Fertigkeitsstärke geht. Und da ich jetzt schon 92.000 habe, also 3.000, wird das auf jeden Fall ein bisschen übermäßig. Also das wird schon cool. Dann habe ich hier, wie gesagt, eine ACR-Taktik, die macht 25% mit der ersten Kugel im Magazin Gegner im Brand. Das passiert ab und zu. Dann habe ich hier nochmal auf diese Waffe mit einer Entfernung von über 30 Metern zum Ziel wird der Schaden um 15% erhöht. Also umso weiter weg, umso mehr Schaden mache ich. Also mehr Schaden mache ich dann jetzt. Die kritische Trefferchance wird um 10% erhöht, wenn die Gesundheitsanzeige mehr als zwei Segmente hat. Also wenn ich voll bin, um das auf Deutsch zu sagen. So, dann habe ich mir noch eine MP geholt und zwar die UMP, einfach mal zum Ausprobieren. Und die hat die Möglichkeit, mit 25% das Magazin wieder aufzufüllen, wenn der Gegner stirbt. Und erhöht den Schaden um 10% gegen Ziele hinter Deckung. Also wenn jemand in Deckung ist und ich von der Seite drauf schieße, kriege ich mehr Schaden auf den Gegner. Das Töten eines Ziels erhöht die Lebenspunkte um 6%. Okay. Ich versuche noch eine bessere UMP zu finden. Vielleicht ein anderes Sturmgewehr. Mal so gucken. MP, so. Maschinenpistole. Ja, und das ist jetzt so meine Ausrüstung. So, das ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Ich habe mir ein bisschen was zusammengesammelt. Ist natürlich noch lange nicht komplett. Das möchte ich auch gar nicht behaupten. Wir gehen jetzt mal einfach in das Lexington-Sender und machen jetzt einfach noch eine Mission auf herausfordernd, weil da droppt ab und zu noch so ein Item, so ein goldenes. Und wir kriegen halt Phoenix Credits. So, ich trinke mal schnell was und dann. So. Hi. Gut, Wie geht's? los Hi, geht's. wie ist es, Kevin? Den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der Leray Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie retten, bevor Sie da alles hochgehen lassen. Natürlich nicht. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Aufbruch ist zu Ende. Aufnahmeschild. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Die haben noch andere da drin. Ups, ich habe den Stecker rausgezogen. Das ist natürlich doof. Moment. Mist. Ein Moment. Gleich wieder. Sorry, das war mein Fehler. So. Und Aufnahmeschild nicht aufnehmen, ne? Ups, da geht's nicht lang. Eine höher. Warnung! Feinde nähern sich ihren Positionen.
Lol. Na gut. Gab's eine Uldi. Aktives Echo-Signal geortet. So, ab in, auf dem Dach, aufs Dach, aufs Dach. Ja, wir spielen übrigens wieder Überlebensmodus. Und zwar zwei, dreimal die Woche machen wir es auf jeden Fall. Nicht in einem Let's Play, sondern halt im Livestream. Und ihr könnt es euch dann auch angucken, im Let's Play mäßig. Also ich werde es dann wieder hochladen. Agent, die Geisel wird auf dem Dach festgehalten. Sie müssen da aufräumen. Teilen wir es heim. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ja froh, dass endlich das Schild funktioniert, damit der Tank tanken kann. Ich habe das mit Ramos gehört, ja. Captain. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank dafür. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Agents, ihr müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus.
Laber nicht so viel, komm rein. So. Trink noch was. Hallo. Okay. Da war gerade ein WLAN-Hänger. Der macht Tutut, der Hänger. Ein klares Ziel! Position. Machen wir die Computer. So weit, so gut. Meine Angriffstrupps sind unterwegs. Sie werden die Halle auf ihr Signal stürmen. Alles kaputt machen, damit niemand mehr es benutzen kann. User entered your channel. Ich sollte mich vielleicht im Teamspeak muten. Wunderbar. War eine Spontanaufnahme. Ja, schöne Scheiße. Ich dachte, ihr werdet clever genug, um wegzubleiben. Wenn ich sterbe, nehme ich euch alle mit. So. Ja, lasst uns mal bluten. User left your channel.
Na los, drückt ab! Nur eine schwarze Leiche mehr auf dem Haufen. Alles nur Zahlen für euch. Ihr seid so blind. Das ist Rikers Territorium. Mein Territorium. Sie auf Schlöcher. Soll das? Die Rikers enden nicht mit dir. Selbst du weißt das. Warum? Feinde nähert sich ihrer Position. So. Komm schon! Mach die Bastarde kalt! Ich bin beeindruckt, Agent. Heikle Aufgabe, aber Sie haben getan, was getan werden musste. Ja, Sie haben ihn das Rückgrat gebrochen. Ohne Anführer wird der Rest zerfallen. Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig. Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen. Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen. Dann war's das schon. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Ich schulde Ihnen was, Agent. Ja, Sie schulden mir was, genau. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Das ist jetzt mal nur eine 22-Minuten-Folge, aber ja, wir wollten mal kurz darüber reden, ein bisschen was zeigen und ein bisschen spielen und das haben wir jetzt gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, wieder einschalten. Tschüssi.